Ja, willkommen zu einer neuen Folge We Happy Few. In der letzten Folge habe ich ja irgendwie ziemlich spontan abgebrochen, weil ich neu laden wollte. Da dachte ich mir, ach, höre ich auf, mache ich ein andermal weiter. Deswegen sitze ich jetzt wieder hier, lese Zeitung und stehe erstmal auf. Ich habe überlegt, dass ich heute vielleicht, es gibt einen Laden, der Sally's heißt, dass ich vielleicht noch kurz bei Sally die Sachen hole, was ich letztens probiert habe, wo ich mich dann verklickt habe und danach vielleicht doch mal ein paar Nebenquests mache. Mal sehen. Ja, hier komme ich natürlich nicht rein. Interplanetary Travel Agency. Ach, das ist, die macht ein Reisebüro? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Also, okay. Gut, jetzt müssen wir das mal wieder reinschleichen. Genau, ich wollte mal gucken, kann ich denn eigentlich als auch lernen, die zu überwältigen? Das würde mich mal interessieren. Das ist doch bei Kampf bestimmt, oder wo ist das? Oder Superklasse? Würgere größere Feinde bis... Ah, das brauche ich. Das kostet 12 Punkte. Und dafür müsste ich das erstmal machen. Ah, Mist. Gut, das kostet noch ein bisschen. Da muss ich auch ein bisschen sammeln. Dreh dich um. Schnell, hör auf zu riechen. Ist ja ekelhaft. Hoffentlich erwischt mich jetzt der Constable nicht. Wie er da einfach in der Ecke steht und einen tiefen Zug einatmet, ne? Hat wahrscheinlich einen frisch gelegten Kackhaufen gerochen. So sieht er jedenfalls aus. Okay, der hat mich erwischt. Scheinbar hat es keine Konsequenzen für mich. Sehr gut. Ich finde das gut, dass das Spiel so selten Konsequenzen für mich hat. So, das ist noch alles offen. Hat er das doch gespeichert, was ich schon genommen habe? Hätte ich ja gar nicht mehr hier rein müssen. Salpeter. Wofür auch immer ich das brauche, ich nehme es mit. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwas einstecke, wo Joy drin ist. Besserer Chemiesatz. Habe ich letztens schon gefragt, was ich damit machen kann. Lockere Uhr? Okay. Da kann man also auch Sachen verstecken. Was hier alles rumliegt, der ist ja Wahnsinn. Gut, hier komme ich nicht durch. Ist auch nicht so wichtig. So, was müssen wir denn machen? Ungeduldige Person ist eine Quest hier. Ich wollte mal gucken, was ich so für Nebenquests offen habe. Das sind ja nicht wenige. Wir könnten ja von unten mal versuchen, die alle abzuarbeiten. St. Georgesholm, Maidenholm, Lutzholm, Ilpaiholm. Also wir sind jetzt gerade St. Georgesholm. Kann man irgendwie mal erkennen, was hier was ist? Also von unten abarbeiten, dann ist. Ich wollte ja eigentlich die Ältesten zuerst machen. Die sind neu, die lese ich dann wieder auch noch nicht vor, oder? Später. Naja, das mit dem Baumhaus, da braucht sich das Medikit zu. Den Zuckerstehen könnte ich machen. Das mit. Ich frage mich, was in der Truhe ist. Habe ich da noch was übersehen? Ich bin da letztens weggegangen. Ich habe da wahrscheinlich was übersehen. Und das Blumenstehlen. Da bin ich einfach abgehauen. Das war, wo die da, wo die alle geschnüffelt haben an der Pflanze. Und ich dachte mir, hey, warum darf ich das nicht? Schwarmdenken, das hatte ich aber auch schon gesehen.
Ja, Polsterentzug brauche ich dafür. Nochmal auf die Karte gucken. Vielleicht suche ich aber auch erstmal die Gleiszugangsluke hier in dem Spiel. So. Da kann ich ja nicht raus. Auf der anderen Seite ist ja der Polizist. Fetische muss man haben. So, schon raus. So, wo gehen wir denn am besten hin? Ungeduldige Person, was ist das? Hier? I don't think the train comes here anymore. The train? Oh, because of the, oh yes, of course. It's the butcher's boy, Edmund. He's never been late before. That's not Edmund Macmillan, is he? I hope nothing's happened to him. I mean, meat's like gold these days, and he's a bit dim. So Edmund Macmillan's the meat boy now. He was the only friend Percy ever really had. They were always making them both stay off to school. I'm glad he found a job. I guess his parents aren't looking after him anymore. Maybe I should see what's become of him. I wonder if he's missed any more deliveries. Should clear up soon, I imagine. Hat die den einfach dumm genannt? Ja, wo müssen wir denn dafür hin? Und dann lesen wir da erstmal die Questbeschreibung. Nee, das war's nicht. Das gar nicht hinzugefügt. Hab ich jetzt irgendwas. Lovely day for it. Was verpasst? Ach, der riecht das wirklich. You must take your joy in me. Ich muss einen Scheißdreck. Just, watching the day go by. Krass. Vor denen muss ich mich also echt, wie sagt man? Ich muss aufpassen, sagen wir es einfach so. In Acht nehmen oder das andere, was ich gesucht habe. Wir gehen mal besser weiter in der Richtung. Irgendwo muss da die Luke kommen. Wie war das? Irgendwo nach dem Rauch Ausschau halten? Er kennt wohl echt jeden, ne? Wenn er mal sagen kann, there you are. So. Was haben wir denn hier? The Hamlin O'Current. Ah, das war der Zeitungsverlag, oder? Ah, toll, der natürlich. Der hat natürlich Urlaub. Wer liest schon Schilder, wenn wir reingehen, ne? Das ist wie wenn Drücken draufsteht und man versucht zu ziehen. Man liest es erst, wenn man es schon ausprobiert hat. Wieder in einer Pfütze umgesprungen. Ich habe es genau gesehen. Das ist so die kleine Freude, die sie sich hier noch erlauben. Alles andere ist verboten. Obwohl eigentlich so ein Ausdruck von Freude, das sollte eigentlich gar nicht verboten sein. The Parade District. Moment, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee, ich muss da eh hin. Aber ich muss trotzdem nochmal... Hier muss doch irgendwo eine Gleiszugangsluke sein. Gehe ich hier?
Aber ich komme hier, ich habe einen Orientierungssinn, es ist einfach unfassbar. Deswegen muss ich immer ständig auf die Karte gucken. Ja, Love, ist hier ein Bordell oder was? Kommen wir irgendwo rein? Nee, leider nicht. Leider nein. Ah, hier könnte ich dann eine Abkürzung nehmen. Werte Dame, können Sie mir sagen, wo diese Gleiszugangsgruppe ist? Ja. Arthur war irgendwie der Meinung, was anderes sagen zu müssen. Oder es gibt hier vielleicht gar keine. Die einfach alle auf Urlaub sind. Try to breathe. Just try to breathe. Nö. Die sind doch selber schuld. Was, wenn sie eine Überdosis haben? Na gut, nicht ganz. Die werden ja hier, ja, das wird denen ja alles eingeflößt. Ich will die Spritze trotzdem lieber aufheben. Falls wir wirklich Leute haben, bei denen wir es einsetzen müssen. Auch wenn der Fall vielleicht gar nicht eintritt. So, ich glaube, jetzt bin ich wahrscheinlich schon fast einmal im Kreis gegangen. Edi macht auf freudlos. Hm. Vielleicht muss ich der doch eine Spritze verpassen. Ach komm, machen wir das mal. Wir haben zwei Spritzen jetzt, da kann ich doch mal eine entbehren. Wir haben gerade eine gefunden. Scheiß auf die Zugangsluke. So. Can't you see this woman is sick? What do you think you're doing? Ich bin Arzt, ich darf das. My God, I nearly had a heart attack, I think. Oh goodness, why is everything so great? I feel so sad. Thank God you've recovered. Here, wow. Take some joy. But I think the joy is what set me off. Das darfst du doch nicht sagen. The moment I took it this time, I started to shake. Well, you can't just stop taking joy. You want to become a downer? I can't. Something's gone wrong with me. I can't tolerate it anymore. Look at her eyes. She's completely off her joy. Miss Minturn, you simply must take your joy. Lass doch mal die arme Frau in Ruhe. Yes, of course. I shall. Ich glaube, ich muss die alle zerknüppeln hier. It's like the joy just broke something in my mind. Halt, stopp, ihr lasst die Frau in Ruhe. Seems like there's been a lot of bad joy lately. Aua. So, jetzt muss ich aber abhauen. So. So, ich brauche irgendwo eine Tonne, wo ich mich verstecken kann. Ich wollte ja nur davon abhalten, die Frau dazu zerknüppeln. We'll laugh about this later. Bin ich mal gespannt. Hat er dafür jetzt irgendeine Questmarkierung gemacht? Nö. Oder doch, hier, überragende Fleischjunge. Das ist das, was ich vorhin gesucht habe. Ed McMillan ist jetzt also Mr. Cuttys Fleischjunge. Er war der einzige Freund, den Percy je hatte. Sie mussten beide immer länger in der Schule bleiben. Ich bin froh, dass er einen Job gefunden hat. Ich vermute, seine Eltern kümmern sich nicht mehr um ihn. Jemand sollte das tun. Vielleicht sollte ich nachsehen, was passiert ist. Ich frage mich, ob er weitere Lieferungen versäumt hat. Das andere hier ist Subterra, Subrosa? Ich könnte wohl immer den auf Maidenholm benutzen, aber die Brücken werden langsam lästig. Wenn ich die Luke auf Sandshorts Holm öffne, habe ich ein nettes Geheimversteck und ich kann ohne viel Aufhebens hin und her reisen. Alles klar, da ist es wieder. Ich habe schon wieder vergessen, wie man die Quests richtig benutzt. Deswegen, ich mache am besten erstmal die hier. Markieren. Dann müsst ihr mir ja anzeigen, wo ich hin soll. Ja, 200 Meter.
Und ich sollte mich mal heilen. Wunderbar. Es wird allmählich dunkel hier. Ob ich dann hier wieder was aufsaugen kann, wenn es dunkel wird? Das scheint ja immer nur in der Nacht zu passieren. Ach, hier ist er ja. Perfekt. Und ich habe hier gesucht. Oh, that smells awful. Then fatal. Das stinkt immer hier. In den U-Bahnen. Oh Gott. Ich sollte vielleicht mal speichern. Vielleicht überlebe ich das ja nicht. Die Gasmaske müsste ja doch automatisch tragen. Oder auch nicht. Wir haben keine mehr, oder? Ich glaube, wir haben gar keine. Na, dann sollte ich vielleicht schnell das Gasleck finden und hier, I think you should excuse yourself. Well, now in just a few weeks all this gas should just kind of whoop. Kann ich mir vielleicht schnell eine Gasmaske herstellen? Ich dachte eigentlich, ich hätte noch eine gehabt. Oder habe ich die vielleicht? Moment mal, ich glaube, ich habe die in dieses Vorratsding reingelegt. Teile. Aber hier ist doch immer noch Gas. Scheint ihm aber nichts mehr auszumachen. Kann man da eigentlich rein? Tatsache. So, was haben wir? Wow. Ja. Naja. Hätte ich ja zuerst reingehen sollen. Aber ich habe so viel Heilbalsam, ich kann mir wieder einen neuen herstellen. Jetzt habe ich eine Gasmaske und der nutzt sie nicht, oder was? Oh, okay, jetzt benutzt er sie. Was muss ich tun, damit das hier aufhört? Aktivieren. Mit Gas ist das vielleicht keine so gute Idee, oder? Kannst du mal probieren. Gucken, ob ich sterbe. Do you like clean air, sir? Oh yes, so. I'm a big fan. Come on. Achso, natürlich. Dadurch geht die Lüftung wieder und People have a sense of humor. Wunderbar, da haben wir das jetzt auch für uns sicher gemacht. Können wir hier irgendwas gebrauchen? Absturzspritze. Spritzen haben wir, Kohle haben wir. Verfaulte Pilze haben wir keine und Lilienzwiebeln haben wir ein paar. Also muss ich verfaulte Pilze finden. Ich wollte übrigens mal was nachgucken. Ich habe mich ja letztens gewundert, warum meine Betäubungspfeile nicht funktioniert haben. Habe ich vielleicht nur die normalen Pfeile ausgerüstet gehabt? Da muss ich die nämlich nochmal ausprobieren. Ja, erfordert Dietrich. Komisch, manchmal stellt er sie her, manchmal nicht. Oh. Oh, mir fehlen die Bobby-Nadeln. Kann ich die vielleicht auch herstellen? Kann ich nicht? Moment, vielleicht an der Werkbank?
Das sieht nicht so aus. Das ist ja doof. Wieso kann ich keine Bobbynadeln herstellen? Verdammt. Oder welche finden, wäre auch nicht schlecht. Da fällt mir ein, ich wollte doch eher in den Vorrat. Vielleicht habe ich da noch welche drin. Oh, was ist das denn? Hier, Arbeiterpetition. Das Management weiß, dass Methylengase ohne Gasmaske tödlich sind. Wir Arbeiter haben wiederholt unsere Besorgnis darüber geäußert, dass unsere Gasmasken nicht die gesamte Dauer einer verlängerten Schicht überstehen. Wir Arbeiter fordern deshalb eine zweite Gasmaske für jeden Arbeiter. Ansonsten darf das Management keine Überstunden mehr verlangen. Warum war das immer so vorgehoben? So, wo ist denn jetzt diese Vorratsdingens hier? Wie heißt das? Wahrscheinlich da drin, ne? Vorratsluke. Ich finde es jedenfalls nicht. Toll. Ich hätte einfach Metallteile drüber geklebt. Nee. Also entweder gibt es hier keine. Oder die ist genau da drin, wo ich jetzt nicht rankomme. So. Was haben wir hier? Hier hat man es auch nicht drin. Nee. Gut. So, dann können wir als nächstes jetzt das echt schlimme Gas. Was ist das immer noch? Kann ich das Gas aufhalten? Ich lege einfach den Schalter und befriedige meine Wanderlust. Ach, die Gleiszugangsluke ist dann ja dort erst wahrscheinlich. Gut, dann muss ich also jetzt Bobbynadeln finden. Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht herstellen kann. Moment, ich guck mal kurz, ob ich das rausfinde, ob ich die vielleicht doch bauen kann und dann bin ich wieder da. Ja, konnte nichts finden. Von daher müssen wir wohl doch erstmal andere Quests weitermachen. Bis ich die Bobbynadeln gefunden habe. Dann machen wir mal den Fleischjungen weiter. Ja, oder fangen den jetzt mal an. Müssen wir jetzt. Oh, das sind mehrere. Mehrere Orte. Hier ist ja auch jetzt gefährlich. Moment, kann ich das da aufsaugen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Well. It's night. Nein. And the fog is rolling in. So, was wollen wir mal ein bisschen umgucken hier? Die ungeduldige Person ist immer noch da. Hä? Was ist jetzt los? Weil ich mich jetzt abends hier umtreibe? Da irgendwas vergessen? Shit. Was ist denn? Was habt ihr denn, Leute? Nee, das war knapp. Save a bit for the next minute. Ich hab noch die zerrissenen Klamotten an, oder? Ah nee, da hätten sie mich ja vorher auch schon verknackt. Hätte schlafen sollen, als sie noch in der Luke war. Haut ab! Los! Hunger. Wunderbar. Was haben wir denn zu essen? Ach, einen guten Eintopf haben wir noch. Wunderbar. Wir haben den Blaumann an. Dann ziehen wir mal die rechtschaffende Kleidung an. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass jetzt Nacht ist. Ich habe vergessen, dass das da. Überall brauche ich einen Dietrich, das kann doch nicht sein. Ich durchsuche zu selten diese. Well,
man hier vielleicht Bobbynadeln drin? Auch nicht. Was ist das hier für ein Saftladen? Ich habe die bisher immer so sorglos verwendet, die Dietriche, weil ich dachte auch, ich habe so viele davon. Oh, verfaulte Pilze. Dann kann ich ja jetzt, was nochmal herstellen? Diese Absturzspritze? Ich muss hier nochmal rein. Ich hoffe, es wäre doch schlauer, wenn ich da nochmal in die Gleiszugangsluke gehe und erstmal schlafe. Wo muss ich dafür hin? Geradezu. Einfach schnell rein und weg.